Ich mache Yoga nur für Männer, weil mir aufgefallen ist, dass Männer einmal in diese gemischten Yogastunden gehen, merken, es passt nicht und dann aufhören. Die Männer kommen zu mir in erster Linie wegen der fehlenden Flexibilität. Das merken die selber. Daraus entstehen meistens Nacken-, Schulter- und Rückenprobleme. Und das Zweite, was alle mitbringen, ist Stress. Und beides kann man ja wunderbar nach einer Weile langsam verbessern. Ich komme aus 12 Jahren Bodybuilding und ich nenne das Ganze bewusst Yoga-Workout, weil ich dem Mann, der noch nicht bei mir war, klar machen möchte, hier wird geschwitzt, man muss sich hier anstrengen. Es gibt aber am Ende auch eine Endentspannung, um runterzufahren, um den Alltagsstress ein bisschen hier zu lassen. Yoga bedeutet für mich Vorsorge, körperliche Altersvorsorge, weil ich nicht weiß, was in ein paar Jahrzehnten sein wird, weil ich mich nicht auf Geld verlassen möchte und weil ich mir im hohen Alter noch selber den Hintern abwischen möchte. Also meine Erfolge sind mittlerweile viele. Ich habe verschiedene Teilnehmer, die zu mir kommen, die mir sagen, sie sind beim Skifahren, regenerieren sie besser, Fahrradfahren ist besser, weil die Hüfte besser kippt. Aber das Highlight ist ein Teilnehmer, der nach 15 Jahren Rückenschmerzen und viel Sucherei rückenschmerzenfrei ist, dank meinem Yoga.